Verstehst du nicht, wie Leute auf die Idee kommen, sag ich mal, nochmal in der Nacht reinzuschauen und zu sagen, oh, dann können wir noch einen Film gucken. Wo ich natürlich, okay, nachts bin ich ja eh wach und es ist Wochenende, aber... Ne, ihr wisst, was ich meine. Danke, Flo, für den Stufe 2 Sub. Hallo Doc, ist das eine neue Partie? Es ist eine Partie. Es ist die Partie, die ich heute angefangen habe. Also würde ich sagen, dass es eine neue Partie ist. Weil gestern habe ich ja gesagt, ich teste mal eben. Als wir nachts noch angefangen haben, Warhammer zu spielen. Nein, das nicht. Endlose Herde. Ach, verdammt, die Randale endet. Ich war einfach zu passiv. Aber es waren ja auch keine Gegner in der Nähe. Ich dachte, du hast nur angefangen, um Marv zu ärgern. Ein bisschen. So gut, Karl! Aus Luxor! Fashion up! Even Ariel could not! What say you, sister? I say no! Geh mal ein Stück beiseite, damit der ich dich erreichen kann. Doch, jetzt kann er dich trotzdem erreichen. Sag ihm was! Dann plündert ihr beiden halt hier vorne. Bin kein Sack. Sei doch froh, dass ich dich wenigstens ärgere. Ich nehme das Geschenk vom Chaos an. Und die Armee hat sich auch verkrümelt. Feiglinge. Nimm den Streitwagen, der mir Rüstung gibt. Call Sire Zack!
So. Na, mach mal Ärger hier. Ich habe so viele neue unterschiedliche Einheiten hinzugezogen. Da müssen wir mal eben in die Schlacht selbst reingehen. Toll. Jetzt muss ich die Couch auch noch ausziehen. Jetzt wird auch schon gesagt, kann ich nachher bei dir pennen, dann muss ich nicht mehr nach Hause fahren. Nein, ich finde es nicht schlimm. Ich finde Gesellschaft immer interessant. Ich war der Typ, der im Keller meiner Eltern, im Partykeller einfach auch gelebt hat. Weil mein Bett im Partykeller stand irgendwann, dann habe ich da gewohnt und hatte eine Bar in meinem Zimmer. Eigentlich ein Wunder, dass ich kein Alkoholiker geworden bin. Und dann haben die Leute bei mir abgehangen, weil im Sommer immer schön kühl war im Keller und ich habe geschlafen. Da habe ich mich irgendwann, wenn ich müde war, habe ich mich in mein Bett gelegt und habe gepennt einfach, während bei um mich herum die ganze Party abging. Aber für mich war es immer sehr beruhigend. Wie in so einer Horde halt, ne? Vielleicht komme ich deshalb gerade da drauf. Ach komm, wir brauchen keine Taktik. Der Manticore. Genau, beschwör mal ein, der kann ein bisschen rumballern. Oh, ich sollte vielleicht auch mal die Herausforderungsschlacht machen, damit ich die legendäre Waffe für meinen Helden bekomme. Vom Mond berührt. Nahkampfangriff, rüstungsdurchdringender Schaden. Fügt bei Ablauf schwerwiegenden Schaden zu. Also ich mache eine Einheit besonders stark und danach stirbt sie. Das sollten wir wahrscheinlich lieber mit den Trash-Einheiten machen. Ging einfach. Doom boy!
das klar! Ich reduziere meinen Geschossschaden von feindlichen Türmen. Dann kann ich die Hauptstadt besser auseinandernehmen von denen hier. Don't presume to stride where I patrol. Drei Siedlungen, Stärke Rang 34. Ach, er klärt mir jetzt eh Krieg. Dann habe ich. Kann ich mir das ja sparen. Ich dachte, ich müsste Krieg erklären gleich. Familie ist verschwunden. This is a thin joke. Ach, warum sind eure Siedlungen alle nichts wert? If you are not of Nagareth. Alles gut. Ich wollte nur gucken, ob wir noch. Ob ich jetzt wirklich mit dir im Krieg bin. So, du bist ein bisschen stärker von der Truppe als dein Kollege. Die Marschberechnung wird wahrscheinlich schrecklich sein. Entschuldigung. Chat belabert mich. Erzählt mir von euren belanglosen, ich meine von euren wichtigen Themen des Tages. Um den Imperator zu beglücken. Wir wollen nicht stören. Ihr stört nicht. Wollte ich den Hexenwald angreifen, mache ich auch noch. Aber ich zerstöre gerade alles, was innerhalb meines Blutdings ist. Damit ich das Ritual auf Maximum
wirken kann. Deshalb sehe ich so komisch aus heute. Ich habe den Zoom gar nicht an. Ihr habt mehr von meinem Hintergrund gesehen als normalerweise. Wusstest du, dass Malekis, Tyrion und Teclis Onkel ist? Danke fürs Folgen, Vanilla. Hallo, Ramsi. Ich habe nur noch eine Woche Sommerurlaub und 2 Wochen lang war das Wetter schlecht. Das muss ja nur in deinem Kopf gut sein. Oder muss einfach irgendwo hinfahren, wo es besser ist. Über die Wolken bietet sich an, in der Wolkenstadt. Ja, es wird alles verlustreich, weil also schlechte Einheiten. Geht natürlich nicht, weil die nicht nach hinten schießen können. Du solltest vielleicht vom Lore-Wikipedia weggehen, Avax. Von Warhammer. Das tut dir anscheinend nicht so gut. Ein Armeebuch der einer Fraktion ist doch auch wie ein Wiki.
endlich mal ein bisschen Kohle. Der Wald, der Hexenwald gibt mir 10 Verderbnispunkte. Und schön, dass die uralte Stadt Quintex da auch noch reinfallen würde, aber das ist mir gerade ein bisschen zu weit weg. Nee, das war keine verlustreiche Schlacht. So, dann füllt euch mal wieder auf. 4500. Wird das Horn-Upgrade machen. Naja, komm. This is a thin joke. Und ihr kommt doch zu meiner Mischhorde. Und ich denke mal, dass die Schwestern des Zwielichts da oben auch wieder sich zurückziehen werden. Zurück in deren Hexenwald. Oh, sie wagt es. Sie denkt, sie ist stärker als meine Armee. Oder sie hat die Hundeebenen einfach nochmal neu besetzt. Sehr schön. Time must not be wasted. 50% bei allen Infanterieeinheiten. Ah, nee, stimmt gar nicht. Dadurch, dass die Stadt gebaut haben, haben die auch einen Abzug bekommen. Was natürlich wieder ein bisschen merkwürdig ist, dass die die kriegen eine Siedlungsgarnison einfach gestellt. Die haben gerade die Stadt gebaut. Und die Siedlungsgarnison ist sofort auf 100%. Einfach nur Betrug. So, plündert mal ein bisschen zusammen. Sollte das ein Pyrrhus-Sieg werden? Nur weil ihre Einheiten gegen große Einheiten gut sind? Und ich halt ein bisschen übertrieben habe wieder mit großen Einheiten? Ach komm. Wird schon schief gehen. Fucking God.
Greyhound! Warum habe ich eigentlich noch einen Bogenschützen hier? Und die komische Zentauren-Kavallerie, die auch Bogenschützenfähigkeiten hat. Aber nicht die. Die hier. Zurück. Komm mit, mein Held. Ich habe wirklich den Überblick übrigens schon verloren. Weil meine Armee schon so extrem gemischt ist. Dann bricht die Horn da einfach ein und macht alle platt. So, Feind der Kommandant tot. Einmal rein, Schädel abgeschlagen. Gemischt auf, es gibt halt leider Einheitenlimits, weshalb ich nicht eine, ich mach nur drei Einheitentypen Armee zurzeit aufstellen kann. Aber ist egal. Das Sinnlose einfach auf Feinde reinkloppen hat ja auch gereicht. Die Schwester des Zwielichts sind dann auch erstmal tot. Für 2-3 Runden. Sind
Das mit dem Hinterhalt ist eigentlich auch noch sehr praktisch. Kannst du legendäre Hellbahn-Infanterie reinziehen? Ja, und einen neuen Riesen. Haben wir einen verloren. Zwerge sind schlimmer als was? Zwerge stehen doch einfach nur. Du wartest und lässt den Feind kommen. Hallo, wir sind Zwerge. Nein, du wirst nicht angreifen. Ach, scheiße. Belager mal. Nein, ich möchte das Ritual eigentlich ausführen. Mauern beschädigen. Der Hexenwald hat gar keine Mauern. Dann und hätten wir ab Rang 5 rekrutiert. Das verstehe ich übrigens nicht als Beschreibung. Wir können neue Hordenarmeen aufstellen, wenn ihr bereits ein Lager der Horde auf Stufe 2 besitzt. Ja, das hat eigentlich fast jede Horde, die, sag ich mal, 5 Runden existiert. Warum muss die Horde eine gewisse Größe haben, dass ich eine weitere rekrutieren kann? Kann auch nicht sein, weil ich das trotzdem gemacht habe. Der eine Bogenschütze muss nicht sein.
Mach lieber noch eine Bestigor-Herde. Ich sag mal nur Gun anstatt das Gesamte. Da ist der Gunschei! Kannst einfach mal reinlaufen und du greifst die Garnison an. Ach Junge, jetzt lauf da durch. Erfolgreich, danke. Wobei, schlag lieber ein Lager auf. Sonst sind die ja gleich erschöpft. Haben wir noch irgendeine Chance? Ja. Randal ist auf 4. Dann soll das so sein im Moment. Oh, danke, Leon. Danke fürs Verschenken von 10 Stufe 1 Abos, Leon. Vielen, vielen Dank. Leon 001A. Du bist ein wahrer Mensch und kein Bot. Bitte klicke auf den nächsten 6 Bildern die Fahrräder an, um zu bestätigen, dass du ein wahrer Mensch in der Community bist. Energiereserve der Winde der Magie plus 20 für alle Armeen. Du musst erstmal beweisen, dass du kein Bot bist. Keine Maschine, meinst du?